Ein Krankenzimmer in einer Standardabteilung, zum Beispiel in der Abteilung der inneren Medizin oder der Geriatrie, hat meistens zwei bis drei Betten. Nur das Extrazimmer oder Zimmer, die für die Isolation bestimmt sind, verfügen über ein einzelnes Bett. Das Krankenhausbett ist verstellbar mit Seitengittern ausgestattet, weiter auch mit einer Aufrichthilfe. Oder mit einer kleinen Leiter für eine bessere Mobilität des Klienten, mit einer abwaschbaren Matratze und natürlich mit Bettwäsche. Den Klienten stehen viele verstellbare Hilfsmittel zur Verfügung, zum Beispiel Keile, Schaumstoffschläuche. Am Bett gibt es einen Nachttisch, auf dem eine Kanne mit einem Getränk ist. In den Nachttisch können die Klienten ihre persönlichen Sachen verschließen, zum Beispiel Dokumente, Hygieneartikel, Handy, Buch und so weiter? Weiter gibt es an ihrem Bett einen Esstisch, der genutzt wird, wenn der Klient nicht fähig ist, ins Esszimmer zu gehen. Jeder Klient hat eine spezielle Signaleinrichtung, um das Pflegepersonal rufen zu können wenn man etwas benötigt. Den unbeweglichen Männern wird eine Urinflasche gegeben, die am Bettrand aufgehängt ist. Die Frauen können am Bett ein Steckbecken mit Deckel haben. Jedem Klienten kann auch ein Toilettenstuhl helfen, wenn er sich damit selbst vom Bett bewegen kann. Neben dem Bett befindet sich normalerweise auch ein Infusionsständer für den Infusionsbeutel. In jedem Krankenzimmer gibt es auch ein Waschbecken und Schränke für Bekleidung oder Bademäntel. Auch ein Stuhl befindet sich am Bett des Kranken, damit sich die Besucher setzen können. Ein Fernseher oder ein Radio kann auch im Zimmer sein. Das Krankenhausbett ist verstellbar mit Seitengittern ausgestattet. Weiter auch mit einer Aufrichthilfe oder mit einer kleinen Leiter für eine bessere Mobilität des Klienten, mit einer abwaschbaren Matratze und natürlich mit Bettwäsche. Die Frauen können am Bett ein Steckbecken mit Deckel haben. Neben dem Bett befindet sich normalerweise auch ein Infusionsständer für den Infusionsbeutel.